Alright, Freunde. Emotion Future Unboxing. Ich bin sehr gespannt. Eine ultra interessante Pfeife. Endlich haben wir mal wieder eine neue Pfeife. Wir haben einmal die Farbe Rouge und einmal die Farbe Lime. Ich würde sagen, Rouge packen wir zur Seite und gucken uns als erstes einmal Lime an. Aber ich zeige euch später auch noch die aufgebaute Rouge. Machen wir mal den Karton auf. Das ist übrigens auch das allererste Mal, dass ich diesen Karton aufmache. Ich wollte euch sofort mitnehmen. Und langsam und voller Vorfreude können wir hier den Deckel abnehmen und finden als erstes diesen Umschlag hier. Beziehungsweise keinen Umschlag, eine komplette Anleitung. Wenn ihr das lesen möchtet, drückt gerne Pause, könnt ihr euch ganz in Ruhe einmal durchlesen. So, dann haben wir als erstes einen Schlauch drin. Der sollte wahrscheinlich eher ein bisschen schöner da drin zusammengewickelt sein. Der ist jetzt wahrscheinlich aufgegangen. Aber wir sehen auch schon, der Schlauch, der dabei ist, hat dieselbe Farbe wie die Pfeife, die wir uns ausgesucht haben. Das ist ein sehr nices Detail, damit am Ende auch alles schön zusammenpasst. So, nehmen wir den Zwischenboden einmal raus. Sehen wir hier den... Leute, ich wünschte, ich könnte euch manchmal besser Gewicht vermitteln, aber das ist ein Brocken. Dafür, dass der so klein ist, ist das ein unglaublich. Also ich habe noch nie einen Koloteller in dieser Größe in der Hand gehabt, der so schwer ist. Und vom Design her auch sehr, sehr nice. Ist noch ein bisschen kühl, das Paket kam gerade an, deswegen sieht man hier jetzt wahrscheinlich eine Million Finger-Dutcher. Aber vom Design her sehr, sehr nice. Erinnert irgendwie so ein bisschen an eine Bremsscheibe. Aber in a good way. So, nächster Zwischenboden, den wir wegnehmen können. So, dann haben wir hier einmal die Bowl. Sehr interessante Bowl. Sie ist nicht so klein wie eine normale kleine Bowl. Also zum Beispiel jetzt eine Breeze, Spectre, Pipapo Bowls. Die sind noch ein Stückchen kleiner. Also es ist eher eine kleine Bowl als eine große Bowl. Aber es ist auch nicht so klein wie eine normale kleine Bowl. Sie ist ein kleines bisschen größer. So, wir haben hier eine Luftblase drin. Na, das bleibt leider nicht aus. Das kann einfach passieren bei Bowls. Da kann man leider nichts machen. Wenn das jetzt ganz extrem ist, könnte man natürlich dem Support schreiben, aber mich stört es auch ehrlich gesagt nicht. Dann auch sehr, sehr wichtig, wir haben die Mose Perfect Fit Dichtung direkt mit drinne. Die sehen so aus. Na, da haben wir jetzt hier die Size 2. Es gibt nämlich immer zwei Größen, die dabei sind, weil diese Bowls manchmal ein bisschen unterschiedlich ausfallen hier. Die sind nicht immer Millimeter genau und deswegen gibt es da zwei Größen dazu, damit ihr auch direkt eine dabei habt, die perfekt passen. Und das ist sehr, sehr nice. Die andere Größe ist an der Base, die zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier noch zwei Pommkugeln mit dabei. Ebenfalls in der richtigen Farbe mit am Start ist das Emotion Mundstück. Sehr, sehr nice. Das Mundstück gefällt mir eh schon die ganze Zeit sehr gut, seit es die Emotion Roam gibt. Dann haben wir hier einen Schliffschlauchanschluss. Auch sehr, sehr nice. Wichtig, dass das Schliff ist. Ist ja die erste große Pfeife von Emotion, ne? Oh, Junge. Okay, das sieht sehr, sehr geil aus. Freunde, das ist das erste Mal, dass ich diese Pfeife in echt sehe. Und das sieht sehr, sehr nice aus. Okay, wow, auf den Bildern. Also ich habe schon die Webseite, die war noch passwortgeschützt, konnte ich die schon sehen. Aber das hier ist sehr, sehr nice. Das sah aus, als wäre hier gar nichts drüber. Aber hier ist so eine Art Plexiglas drüber. Durchsichtiges Plastik. Oh, das ist auch nicht komplett glatt. Oder es wirkt zumindest nicht komplett glatt. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und vom Design her da drinne auch sehr, sehr nice. Und der Stoff fühlt sich auch geil an. Es ist halt dasselbe Material, das natürlich auch für die Emotion Roam benutzt wurde, ne? So, von unten, wir haben natürlich Closed Chamber. Wir haben fünfmal ein Durchreicheloch für die Luft, die für den Blow-Off benutzt wird. Und wir haben hier die Öffnung, wo wir dann hier unseren Schliffanschluss reinstecken und durchziehen. Die sieht auch von Größe und Winkel ziemlich solide aus. Also Durchzug würde ich jetzt nicht auf super, super offen, aber definitiv nicht schlecht schätzen. Aber das gucken wir uns ja alles im Review an, ne? Ist ja nur Unboxing hier. Und Baseform finde ich auch sehr, sehr cool. Gefällt mir. Soweit, so gut. Bauen wir mal weiter auf. Wir können hier, glaube ich, direkt den... Oh, da müssen wir aufpassen, nicht, dass wir die Sleeves irgendwie trennen. Aber wir können auch nochmal gucken, was hier so drunter steckt. Okay, das sitzt... Okay, okay. Oh, nein, die Kugeln. Ah, habe ich noch alle? Gut, dass zwei Ersatzkugeln dabei sind. So, ich lege die Teile mal beiseite und dann hole ich mal hier noch eine vermutliche Tauchrohrverlängerung raus. Dann das Tauchrohr an sich und noch einen Diffusor. So, und damit haben wir alle Teile raus und dann können wir einmal den Aufbau durchgehen. So, ich habe jetzt hier, wie gesagt, einmal die Rauchsäule raus. Der schlauste Weg, wie man das macht, wie ich herausgefunden habe, ist als erstes die Rauchsäule festschrauben. Danach das durchsichtige Sleeve einmal hier über die Rauchsäule nach unten und dann dieses Sleeve in der Mitte noch drüber. Und dann ist man da fertig. Dann können wir oben noch den Kohleteller drauflegen und einmal den Kopfadapter festdrehen. Und auch auf dem Kopfadapter ist übrigens eine Mose Perfect Verdichtung. Auch sehr, sehr nice. Ja, ich glaube, hier könnte man bis... Ne, zieht sich dann alles schön mittig fest. Dann kann man alles miteinander verbinden und fertig ist das komplette Teil. Nice, hat was. The future is now. Wunderbar. Dann können wir unten einmal, ich schätze so rum, anfangen. Und dann könnte man direkt hier, wenn man möchte, schon den Diffusor dran schrauben. Dann sieht auch das Endstück von dem Tauchrohr gut aus. So, wie kommen wir dann von der Tiefe von der Bowl hin?
Also wenn wir das so lassen, passt das hier auf die Standard-Bowl, die mitgeliefert wurde. Wasser ungefähr bis hier, bis zum Ende vom Diffusor, würde ich sagen. Je nachdem, wenn ihr mit Diffusor raucht, könnt ihr auch noch ganz knapp so in die Mitte von dem Ding hier Wasser machen. Aber da werdet ihr mit Sicherheit für euch den perfekten Punkt finden. Oder wir verlängern hier das Tauchrohr nochmal. Da war der Ansatz ein bisschen komisch, aber man kriegt es easy hin. Und dann haben wir ein verlängertes Tauchrohr. Ich hole mal eine große Bowl. So, hier haben wir jetzt eine Drop Spikes Clear von Caesar, die es auch bei Mose im Shop gibt. Und wenn wir jetzt gucken, würde das ungefähr so da drauf aussehen. Das würde dann vom Wasserstand auch auf jeden Fall ganz gut passen. Wunderbar. Also man kann sie auf jeden Fall auf großen und auf kleinen Bowls rauchen. Ich würde aber tatsächlich die etwas größeren von den kleinen Bowls bevorzugen, wie zum Beispiel eben hier die standardmäßig mitgelieferte. Wunderbar. Und so schrauben wir die da jetzt auch einmal wieder auf, werden den Diffusor drauf machen ohne die Tauchrohrverlängerung und dann das Ganze einmal hier auf die mitgelieferte Bowl packen. Und so sieht das Ganze dann aus. Wunderbar. Dann packe ich jetzt noch einmal die Rogue aus und dann zeige ich euch nochmal beide nebeneinander. Und da sind sie, die zwei Beauties, komplett aufgebaut. Einmal die Lime, einmal die Rouge. Beide, wie ich finde, sehr, sehr schöne Farben. Es gibt auch noch drei weitere wunderschöne Farben. Und genauer gucken wir uns das Baby dann im kompletten Review an zu der Emotion Future.